Heidi ho, Freunde, und ja, wie ihr sehen könnt, sind wir wieder unterwegs zum Slandy. Ja, wir besuchen ihn wieder. Und ich versuche jetzt mal, alle Seiten zu finden. Ich gebe nicht auf. Das hat ja schon im ersten Slender-Teil nicht geklappt. Und hier war ich so kurz davor. Und ich versuche mal, eure Tipps anzuwenden. Also eigentlich wie immer. Nicht angucken, nicht so oft das Licht anhaben, nicht so oft drehen, ab und zu mal angucken, weil wenn man ihn lange nicht sieht, dann, ne, dann weißt du Bescheid. So, und ich will jetzt systematisch durchgehen. So, pass auf. Ich möchte jetzt alle Gedichtlein finden, weil ich so schön bin, so schlau und so einzigartig. Das ist der Holly-Style. Ich hab mich jetzt schon verirrt. Slandy Mandy, mach mal Piep oder so. Oh, Piep, Slandy Mandy. Hä? Das gefällt dir nicht, wenn ich dich Mandy nenne? Mandy? Andy? Randy? Da ist Randy? Wo ist Andy? Slandy ist auch nicht da. Hier ist Holly. Oh, guck mal, das erste Gedichtlein. Och, ich hab ja solche Angst. Oh, two lines discovered. Oh, ach du Scheiße, es ist dunkel. Aber so gefällt's mir, wenn man nun so ein bisschen sieht. So ist lame. So ist es gruselig. Ich weiß nicht, ob das der Beat ist oder mein Herz klopfen. Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Ja, da so viel zum Thema systematisch durchgehen. Okay, Slandy Mandy, ich seh dich, Slandy Mandy. Slandy Mandy. Glowstick. Okay, Glowstick all over the floor. Oh mein Gott, da ist ein Gedichtlein. Du bist ein Arsch, Slandy. So, ich hab 4 von 16 Lines. Ich vervollständige doch nur dein Gedichtlein, das du geschrieben hast. Hast du was dagegen? Mein Gott. Du bist ja ein richtig krasser Doofkopf, ne? Wenn ich das mal so sagen darf, ey. Mit deinen langen Ärmchen da. Was ist los? Sind deine Eltern Tintenfische? Nein. Was sind denn... Wie heißen die Dinger? Oh. Kraken. Ja, Slandy, hat ein bisschen gedauert, aber ich hoffe, du fühlst dich angegriffen, ne? Tja, du Kraken. Und wir nähern uns dem Licht. Drehen uns im Kreis und sehen nichts. Ich hoffte, dass ich bald das Gedicht finden würde. Und nicht sofort sterben würde. Ist es jetzt dieselbe Dusche, oder? Ja, das war dieselbe Dusche, in der ich zuvor... eine kleine Notiz gefunden habe! Pff. Okay. Slandy mag's nicht, wenn's langsam ist. Slandy, Slandy, du stehst da, ne? Ich hab dich gesehen, Slandy. Stehst du da immer noch? Slandy, schweig. Slandy, du bist... Oh, willst du mich verarschen, du Gustav? Ganz. Hau mal ab da, du. Oder ich geb dir gleich einen krassen Fußkick. Mit meiner Hand. In dein Nasenbein, das du nicht hast. Oh, Mann. Verzieh dich. Vielleicht ist ein Glowstick fallen, ne? Das gefällt dir nicht, ne? Das gefällt dir nicht, wenn ich einen Glowstick fallen lasse. Oh, da bist du ja, du. Dennis. So. Dennis, alter Schwede. Ich habe ihn Dennis genannt. Oh mein Gott. Wie tief bin ich gerutscht? Nee, Spaß an alle Dennises. Ich heiße ja selber Dennis. Oh, heißt er wirklich Dennis? Ich dachte immer Holger. Das denkt er jetzt gerade. Oh Mann. Hör auf mich zu stressen. Ich krieg eine Stresspustel wegen dir. Ich krieg eine dämliche Stresspustel wegen dir. Oh mein Gott. Blöd Arsch. Geh mal weg da jetzt, ich will nach links. Ich will links abbiegen. Hast du ein Problem damit oder was, ey? Versteckst du da dein Tütü und deine Justin Bieber Fan Collection? Ich weiß doch genau, dass du hier irgendetwas Dummes machst. Irgendetwas Dämliches, Dusseliges, Dummes. Ich lasse einen Glowstick fallen. Du Dusselchen. Aha, Da ist keine Notiz. Lichtlein aus.
Nicht zu schnell rennen, nicht zu schnell rennen, ganz langsam. Wir haben wieder den Special Room gefunden. Das ist doch mal ziemlich cool. Da ist eine Notiz. Ja, das kommt mir alles bekannt vor. Gleich müssen wir mal zum Secret Room gleich. Und da ist auch unsere geliebte, zu laute, aggressive Musik. Ich meine, wer hat das gespielt? Ein blinder Affe auf einem Xylophon? You mad, bro? Yes. Okay. Das war auf der anderen Seite, ne? Ich lasse einen Glowstick fallen. Lieber zu viel als zu wenig, ne? Sag ich immer. So, 8 von 16 Lines. Na, wenn das nicht eine geile Scheiße ist. Wir holen halt diesmal alle. Mandy Slandy ist heute irgendwie nicht so aggressiv. Es starrt uns zwar an, es überlegt sich. Ja. Nein, Slandy, Mandy. Ich habe keine Angst von dir. Ich schreie nur, um dich zu erschrecken, ja? Ich hab doch keine Angst vor dir. Ich hab doch keine Angst vor einem Spargel-Tarzan. Ja, das ist richtig geil. Okay, das war zu viel. Versuchen wir es nochmal? Komm jetzt hier. Habt ihr eine andere Taktik oder so? Ja, hau ab, Musik. Kein Platz für dich. Scheiße, ey. Dämlicher Slandy. Slandy Mandy. So, komm, Ladebildschirm. Mach hinne. Ich glaube, ich lasse das Licht an. Irgendwie. Ich muss schneller sein. Ich muss schnell alle Seiten finden. Zack, 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 zack. Ich brauche eine Übersicht. Gibt's bestimmt irgendwo im Internet. Bin ich schon tot? Ach nee, ist ja wie beim letzten Mal. Ja, based on Slander. Das ist wirklich schön. Auch so zu stellen, das macht mich ganz verrückt. Verrückt macht mich das. Created by Mark Steen and Ray Burgs. Ja. Hot Spice. Ja. So, und jetzt mit Vollgas voraus. Wir rennen jetzt einfach mal da lang. So, pass auf. Weißt du, wir machen das. Wir regeln das jetzt. Slandy, der Tentakelmann, der Spargeltarzan, der Dovi-Dovi-Dum-Dum. Ist ein Arsch. Das wissen wir jetzt alle. Solange er noch nicht da ist, kann ich ihn jetzt beleidigen. Und gleich versuche ich mal eine andere Taktik. Sobald ich eine Notiz gefunden habe hier. Ein Gedichtlein. Ach du Scheiße. Hier rechts ist eins, ne? Hier muss es doch irgendwo eine geben, hier zwischen den Gängen. Kannst du doch nicht erzählen hier, dass es hier nichts gibt. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich weiß genau, was hier vorgeht. War da ein Gedichtlein? Oh, ich wollte springen. Jetzt habe ich. Ah, oh, ich habe aus Versehen einen Glowstick fallen lassen. Ausgepresst. Oh, guck mal hier. Slandy. Oh, Slenderman. Oh mein Gott, das Gedicht ist so wunderschön. Zeig dich doch mal. Wo bist du? Ich möchte dir danken dafür, dass du mir die Erleuchtung gebracht hast, weil, oh mein Gott, dieser Anzug, den du anhast. Barney Stinson ist einfach nur neidisch auf dich. Oder halt, du bist der Bruder von Barney Stinson, Slandy? Bist du der Bruder von Barney Stinson? Oh mein Gott, ich möchte ein Autogramm von dir, Slandy. Wo bist du? Ich möchte dich drücken und knuddeln. Drücken und knuddeln. Und nicht mehr loslassen. Slandy! Slandy! Ist dein Anzug von Armani? Oder Kick? Egal, was du trägst. Es wird Style. Es wird modisch. Weißt du, du setzt die Trends, Slandy. Du setzt die Trends. Wenn nicht du, wer sonst? Karl Lagerfeld oder so? Hat er ein S im Namen? Karl Lagerfeld. Nein. Hat Slandy ein S im Namen? Ja, Slandy hat ein S im Namen. Und da freut sich der Slandy drüber, oder? Da freut sich der Slandy, dass er ein S im Namen hat. Ja, da bist du ganz schüchtern und willst dich nicht zeigen, oder? Ah, du bist ganz rot, Slandy, kann das sein? Kann das sein? Du bist ganz rot. Naja, Slandy, aber rot, weiß steht dir, weißt du? Ziemlich coolen Hautton hast du da, Slandy. Kannst du dir mal zeigen? Wo bist du? Slandy?
Slendy. Slendy, zeig mal dein Hauthaar. Slendy? Slendy. Slenderman, sorry. Mr. Slenderman. Sehr geehrter Slendy Slendermanus. Brennt es in ihrem Anzug? Nicht im. Oh, guck mal, da ist you mad, bro. Okay, Slendy, lass dir Zeit. Ich lasse deinen Glowstick fallen. Einfach so. Ich weiß, die stören dich ein bisschen, aber. Hä? Einmal kannst du mir doch verzeihen. PewDiePie war's hier. Kennst du PewDiePie? So ein Let's Player, Slendy. Hier ist kein Gedichtlein, Slendy. Was geht hier vor? Da, auf der anderen Seite. Oh, Slendy, du bist da. Du bist da. Freut mich. Deine Anwesenheit ist wirklich wunderschön. Ich fühle mich gleich viel sicherer hier. Denn weiß ich bin nicht alleine hier. Oh, jetzt bist du weg, Slendy. Ich wollte doch ein Autogramm. Ich bin nur ein bisschen schüchtern, deswegen verstecke ich mich vor dir. Slendy? Ich höre es rauschen. Ich glaube, der ist hinter mir. Ich lass mal so einen Glowstick fallen. Einfach so. Spiel damit, Slendy. Ist mein Geschenk an dich. Ein frisch ausgepresster Glowstick. Hä? Nicht zu oft drehen. Nicht zu oft drehen. Das magst du nicht. Und was du nicht magst, das tue ich nicht, Slendy. Das tue ich wirklich nicht, weil ich habe Respekt vor dir. Und du hast Respekt vor mir. Das spüre ich. Das spüre ich, Slendy. So, wo sind denn die Duschen, Slendy? Ich möchte gern duschen. Du musst das nicht machen. Du riechst wie jeden Tag einfach nach Rosenblüten. Nach wunderschönen Rosenblüten. Es ist einfach so, als würde man Nutella mit Rosenblüten und Schmetterlingen zusammenmixen, in einen Topf tun. Ja, Slendy, so riechst du. So riechst du. Ich hoffe, du siehst das als Kompliment, Slendy. Weil ich schon. Ich schon. Ich wäre sehr gerührt, wenn mich jemand so umschreiben würde, Slendy. Ja, das wäre wirklich... Oh, guck mal, hier ist ein Gedichtlein. Und irgendein Porträt von irgendeinem. Slendy, du bist ja schon... Slendy! Du bist doch ein perverses Stück Scheiße. Ja, komm mir nicht so an. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Du bist ein Holzkopf. Tschüss.